Bechamelsoße zuzubereiten ist gar nicht so schwer und dennoch kriege ich immer wieder Anfragen, sag mal, du bist doch Koch. Wie macht man eine Bechamel, damit sie nicht klumpt? Dazu gibt es zwei, drei Dinge zu beachten, die ich euch in diesem Video erkläre. Ich bin Kalle und ihr seid bei Kochst du mit Kalle. Herzlich willkommen! Die Zutaten für eine Sauce Bechamel sind vielen bekannt. Wem sie noch nicht bekannt sind, hier noch einmal zum Nachlesen. Als erstes benötigen wir eine kräftige Gemüsebrühe. Hierfür empfehle ich natürlich meine Gemüsebrühepaste. Wie ihr meine leckere Gemüsebrühepaste herstellt, das seht ihr hier oben in diesem Video. Erster Hinweis, die Gemüsebrühe muss erkalten. Dann gebt ihr Butter in einen Topf und lasst sie bei mäßiger Hitze schmelzen. Nächster Hinweis: mäßige Hitze deshalb, weil Butter schnell verbrennt und dann ist sie ungenießbar. Oder ihr erhaltet eine dunkle Roux, die ist für dunkle Soßen durchaus gewünscht, aber für eine Sauce Bechamel brauchen wir eine helle Roux. Nächster Hinweis, und dies ist so ziemlich der wichtigste Hinweis: die Butter muss jetzt ausgekocht werden, das heißt, sie muss das anteilige Wasser verlieren. Das Wasser siedet nämlich schneller als das Fett und das ist der Grund, warum das Mehl verklumpt, wenn doch zu viel Wasseranteile in dem Fett vorhanden sind. Wenn das Wasser aus der Butter ausgekocht ist, kann das Mehl nach und nach hinzugefügt werden. Und jetzt schaut euch mal an, wie das Mehl sich mit dem Fett verbindet. Es ergibt sich eine schöne, gleichmäßige Roux. In die heiße Roux kann jetzt die kalte Milch und die kalte Sahne hinzugefügt werden. Auch die Brühe, die ja ebenfalls schon erkaltet ist, kommt dazu. Jetzt alles, wenn gewünscht, nochmal vorsichtig nachwürzen. Denkt dran, dass die Brühe bereits schon Salz mitbringt. Und würzt getreu nach meinem Motto: hinzufügen geht immer, hinausholen geht nimmer. Wenn ihr meine Tipps und Ratschläge befolgt, bekommt ihr eine wunderbare Sauce Bechamel, die dann so aussieht. Ein Träumchen kann ich euch sagen. Sauce Bechamel wird sehr häufig zur Lasagne verwendet. Schaut euch doch mal hier oben mein Video zur Gyros-Lasagne an. Lecker, sage ich euch. Das war's mal wieder von mir. Bis hier. Tschüss, euer Kalle.